Du möchtest beim Immobilienkauf so richtig geile Schnapper machen. Und aus dem Grund interessierst du dich für Zwangsversteigerungsimmobilien. Und genau zu diesem Thema habe ich bereits ein Video aufgenommen mit dem Titel Das doppelte Zahlen bei der Zwangsversteigerung. Das verlinke ich dir hier oben. Und das sollst du dir auf jeden Fall erstmal in Ruhe anschauen und auch ausführlich anschauen, bevor du dieses Video dir genau anschaust. Denn da erkläre ich dir im Gesamten, worauf du bei der Zwangsversteigerung achten solltest. Und hier geht es um eine Detailfrage bzw. der Rückmeldungen von denjenigen, die sich dieses Video angeschaut hatten. Und häufig war die Frage, wie erkenne ich denn überhaupt, ob es sich um den ersten, um den zweiten oder eben auch um den dritten Termin handelt, bzw. was sind die 5 oder 7/10 Grenzen und wie erkenne ich, dass diese weggefallen sind. Und genau darum geht es in diesem Video. Ich zeige dir gleich an meinem Desktop unter dem Portal www.zvg-portal.de, worauf du achten solltest und wie du das ganz leicht erkennen kannst. Komm einfach mit auf den Desktop und lass uns losstarten. Der Immo-Coach. Okay, jetzt sitze ich natürlich am Rechner und gebe jetzt erstmal in dem Browser www.zvg-portal.de ein. Das ist ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall das richtige Portal dann eben auch auswählt, weil es gibt unterschiedliche. Aber das, was ich meine, ist eben dieses und das ist recht seriös. Und hier bekommt ihr eben auch sämtliche Infos und eben auch die Gutachten bzw. die öffentliche Version dessen. Wenn ihr auf der Website seid von ZVG-Portal, geht ihr bitte auf den Reiter Termine suchen. Da klickt ihr einfach drauf. Und hier müsst ihr als allererstes das Bundesland eben auch auswählen, wo ihr eben auch sucht. Weil wenn ihr kein Bundesland eben auch auswählt, wird er eben auch nichts zeigen. Ich will hier mal exemplarisch Nordrhein-Westfalen, weil ich bin ja selber in Köln. So, man könnte jetzt natürlich auch sagen, wir wählen ein Reihenhaus oder eine Doppelhaushälfte oder sonst dergleichen. Aber euch interessiert ja, ob sich das um den ersten, zweiten oder dritten Termin dann auch handelt, also ob die Wertgrenzen wie 5/10 und 7/10 dann eben auch weggefallen sind. Und demzufolge würde ich hier, um die Suche jetzt nicht zu sehr einzugrenzen, das erstmal komplett außen vor lassen bzw. nicht auswählen. Wir lassen es erstmal frei mit dem Immobilientyp und das Wichtigste für euch als Info ist natürlich hier dieser Button oder dieses Häkchen, setzt ihr bitte bei die Wertgrenzen 5/10 und 7/10 sind weggefallen. Und wenn ihr dann einfach direkt mal auf Suchen klickt in Nordrhein-Westfalen, so, aktuell sind 46 Immobilien online sichtbar, wobei man hier auch schon sehen kann, dass die Termine, einige Termine hier auch schon aufgehoben worden sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass du jetzt speziell in einer bestimmten Stadt dann eben auch suchst. Wir schauen mal zum Beispiel in Köln, ob es Immobilien in der Zwangsversteigerung gibt, wo die Wertgrenzen weggefallen sind. Oh, da war jetzt nichts. Dann gehen wir mal Bonn ein. Suchen. Oh, null. Also kommen sehr wenig Immobilien in die Zwangsversteigerung in Köln bzw. in Bonn, wo die Wertgrenzen dann eben auch weggefallen sind. Höchstwahrscheinlich, weil die direkt im ersten Versteigerungstermin eben auch versteigert werden. Wo wir vielleicht eine Chance hätten, ist das Ruhrgebiet. Ich gebe mal Essen zum Beispiel ein. Ah, da haben wir zumindest mal einen Treffer. Und hier habt ihr im Prinzip das Aktenzeichen, das Amtsgericht, dann was für eine Immobilie es sich handelt, wie viele Zimmer und sogar mit der Adresse und wann der Termin hier stattfinden wird. Ihr klickt einfach hier auf das Aktenzeichen und dann öffnet sich dieses Infofenster mit mehr Informationen, eben auch wie zum Beispiel hier die betreibende Gläubigerin bzw. die betreibende Gläubiger. Und dann hier auch nochmal natürlich der Hinweis mit dem 5/10, 7/10 sind weggefallen. Und das Entscheidende ist natürlich hier Exposé und manchmal steht da eben auch Gutachten dran. Da klickt ihr bitte drauf und dann öffnet sich sozusagen das öffentliche Gutachten. Und hier ist das Entscheidende, dass ihr erstmal überprüft, natürlich dieses Gutachten erstmal untersucht. War der Gutachter tatsächlich in der Immobilie drin? Das ist so eins der wichtigsten Informationen, die ihr für euch dann eben auch mitnehmen könnt.
Und hier steht natürlich in dem Gutachten direkt auf den ersten Seiten, der Wertermittlungsstichtag ist, also wann die Objektbesichtigung stattgefunden hat. Dann müsste hier eigentlich auch stehen, wer zugegen war. Steht hier leider jetzt nicht. Dann schauen wir einfach mal weiter. Meist, wenn man es nicht direkt vorne mit, also jeder Gutachter arbeitet auch ein bisschen anders, dann höchstwahrscheinlich in der Einleitung. So, dann schauen wir mal. Zur Erstellung dieses Gutachtens fand am 20.11. ein Ortstermin an dem oben genannten Objekt statt. Grundbuch wurde zur Verfügung gestellt als Unterlage, Teilungserklärung, Gutachten und das Wohneigentum wurde vor Ort aufgemessen. Die Berechnung der Wohn- und Nutzflächen wurde auf Basis dieses örtlichen Aufmaßes vorgenommen. Also im Prinzip sagt mir diese Information aus, er war tatsächlich eben auch in der Immobilie drin. Und da müsst ihr auf jeden Fall auch darauf achten, damit dieses Gutachten dann eben auch hieb- und stichfest des Gutachters dann eben auch ist, ob der Gutachter tatsächlich drin war. Das kann man wirklich in diesem Gutachten dann eben auch erkennen. Oder ob da ein Hinweis dann eben auch drin steht, bin ich reingelassen worden, beziehungsweise ich konnte die Immobilie nur augenscheinlich von außen wahrnehmen. Das ist das, wo ihr auf jeden Fall drauf aufpassen solltet. Und zum Schluss möchte ich dir noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Schau dir einfach in Ruhe dieses Portal zvg-portal.de in Ruhe an. Lad dir die Gutachten der Immobilien, für die du dich auch interessierst, einfach mal runter und lest die mal einen nach dem anderen genau durch. Und achte bitte darauf, war der Gutachter tatsächlich drin und in welchem Zustand könnte sich die Immobilie befinden. In einigen Gutachten sind sogar Bilder mit aufgeführt, so dass du vielleicht auch nochmal diese Bilder eben auch sehen kannst, zumindest Außenbilder. Um das ausführliche Gutachten dann noch zu bekommen, falls dich diese Immobilie interessiert, nimm bitte dann eben auch Kontakt zum Gläubiger auf. Gläubiger ist ja im Portal eben auch ersichtlich. Ja? Und des Weiteren, die Adresse steht ja eben auch öffentlich da. Fahr einfach mal hin, schau dir die Immobilie von außen eben auch an und von außen sieht man eigentlich schon oder kann man sehr gut ableiten, wie sich das vielleicht von innen dann eben auch gestaltet, diese Immobilie. Ob es wirklich ein Schnapper sein könnte, beziehungsweise eher ja, das bodenlose Fass. Eine weitere Frage, die ich sehr häufig auch gestellt bekomme, ist, kann man denn diese Zwangsversteigerungsimmobilien von innen mal sehen? Da muss ich dich leider zu 90% enttäuschen. Generell ist das eigentlich nicht möglich, weil meistens in diesen Immobilien, in diesen Zwangsversteigerungsimmobilien, die Schuldner dann eben auch selber leben. Und wenn sie schon den Gutachter nicht reinlassen, werden sie dich auf jeden Fall auch nicht reinlassen. Da sollst du bitte auch Verständnis für haben. Manchmal sind es eben auch vermietete Wohnungen und der Mieter wird vielleicht weiß er auch gar nicht, dass die Immobilie zwangsversteigert werden soll. Demzufolge wird das auch sehr schwierig. Die einzige Möglichkeit, die bestehen würde, würde ich mir jetzt sagen, ist, wenn die Immobilie bereits leer steht, dann kannst du zum Gläubiger mal Kontakt aufnehmen und dich informieren, ob es da vielleicht mal irgendwie ein Termin angebahnt ist, wo du dann eben auch dazustoßen könntest. Ja, das wäre die einzige Möglichkeit und ansonsten musst du dich tatsächlich von außen auf deine visuelle Wahrnehmung dann eben auch verlassen und vor allem auf die Information des Gutachtens bzw. der Gutachter, ob dieser dann eben auch drin war oder eben auch nicht. Und achte bitte sehr darauf, damit du eben keine teuren Fehler machst und zwar auf Schnäppchenjagd bist, aber vielleicht eines deiner teuersten Fehler im Leben machen könntest. Pass da bitte auf. Dein Hakan, der Immocoach.